So geht das. Ne? Das heißt, man muss genau wissen, warum. Zack. Knochen durch. Ne? Aber jetzt kommt die Kunst des Chirurgs, ist der Feinschnitt. Der geht so. Das ist zum Beispiel eine sogenannte Schichtaufnahme. Normalerweise wird das elektronisch gemacht. Ja? Ja. Aber ich mache das am liebsten in echt. Verstehen Sie? Ja. Ja? So kann man dann den Menschen aufschneiden und gucken, was er hat. Ja. Wenn er irgendwie, weiß ich auch nicht, irgendwie Herzbeschwerden hat, dann schneidet man den komplett in Schichten auf und kann dann gucken. Jetzt käme man das mal, Herz. Wenn man Hunger hat, kann man nicht mal so ein Stück reinstecken oder so. Was? Kann man, wenn man Hunger hat, kann man nicht mal plötzlich ein Stück. Nee, Mensch, das wäre dann. Schabefleisch. Nee, das darf man ja nicht, das ist Kannibalismus. Ne? Verboten. Was ist? Dann wäre hier das Knie. Und dann wollen wir die Wade und oben Oberschenkel. Innenseite wollen wir abhaben. Zack. So einfach ist das. Hier wäre das Knie, weg damit. Dann wird das wieder irgendwie zusammen. Da gibt es aber dann, das ist nicht mein Bereich, ich schneide nur. Ja? Dann zusammensetzen kommt dann anderer. Knieflicker. Ja, sozusagen. Orthopäde. Ja? Die kommen meistens aus Polen, weil die billiger sind. So. Samstag, Notaufnahme. Ich bin Arzt, ich bin Notarzt, eigentlich Chirurg, der Notaufnahme im Pastor Pascal Krankenhaus. Und die Musik, die wir gerade gehört haben, ist eine sogenannte Aufwachmusik. Also wenn einer eine schwere Operation hinter sich hat, setze ich mich und mache diese Aufwachmusik, weil ich auch nebenbei ein bisschen Orgel gespielt habe früher in der Kirche, als ich noch Kirchgänger war, als ich noch die Zeit hatte. Aber ich muss Ihnen ehrlich sagen, in der Notaufnahme ist so viel los, ich habe manchmal gar keine Zeit mehr für mich selber, wo ich ja dann auch nachts gerne feier. Seit gestern, Freitag, ja, nicht im Einsatz? Ja? Ich bin eigentlich seit Donnerstag schon im Einsatz. Also ich muss sagen, dazu sagen. Aber auf Partys. Ja, zuerst mal war es, muss ich kurz erklären. Mein Sohn spielt bei Adler Dahlhausen und die hatten ein Spiel Donnerstagnachmittags und die haben gewonnen. Und danach haben wir natürlich schön hier diesen gemacht. Ne? Und dann hatte ich den Freitag noch frei. Da war ich also die ganze Nacht war ich mit meinem Sohn unterwegs. Wir waren in Düsseldorf, da in der Altstadt. Und dann sind wir natürlich nicht nach Hause gefahren, haben wir durchgemacht und sind am nächsten Morgen sind wir dann nach Haltern gefahren, zur Seenplatte, waren schwimmen, so ein bisschen den Kopf erstmal. Und dann waren wir den ganzen Tag noch einkaufen. Da sind wir dann nach Venlo gefahren, nach Holland. Da gibt es billig so Dauerlutscher und Butter, Schokoladenbutter und solche Sachen. Haben dann auch etliches mitgenommen. Und früher hat man das ja geschmuggelt, heute ist das nicht mehr notwendig. Dann war mein Sohn noch beim Friseur, der ist ja billiger. Der kostet nämlich, der kostet dort 14,40 Euro. Und hier in Essen, also in Essen, unserer Stadt, wo wir wohnen, kostet das 15,10 Euro. Und da ist ein gehöriger Unterschied. Schon ein Unterschied. Und auch als Arzt muss man auch ein bisschen auf Kohle gucken. Ne? Also dann haben Sie in der Nacht noch jetzt eine junge Frau kennengelernt? Dann war der beim Friseur und ich habe draußen so ein bisschen, habe ich so rumgeguckt und dann, ja, wie das so ist, dann lief mir eine junge Frau über den Weg, dann habe ich gesagt, ich bin Arzt und so und dann war die natürlich sofort Feuer und Flamme, ne? Ist ja, klar. Ne? Eine passte auf Sie und eine auf Ihren Sohn. Ja, ja, ne, den Sohn, den haben wir dann beim Friseur gelassen. Ich bin mit der jungen Frau dann, mit meinem Cabrio dann gefahren. Und war eine schöne Zeit, war auch zum Glück schön Wetter. Abends waren wir dann noch in der Disco, haben schön getanzt und dann auch
noch wieder schön gesoffen. Ne? Also ganze Nacht kein Auge zugetan. Sangria, ne? Eimer trinken. Und da habe ich schon mich mit ihr verabredet. Ich bin auch mal nach Mallorca mit ihr. Aber ich musste dann um 5 Uhr los zum Krankenhaus. Ne? Ja. Nach 2 durchzechten Nächten. Ne? 7 Uhr muss man sich Einsatz, mal vorstellen. Ja, ne? Ne, 6 Uhr. 6 Uhr. 6 Uhr. Ja, 6 Uhr. Muss man sich erst mal ausruhen. Ja, musst du, kommst du hin mit so Knüsen. Dann denkst du, was ist denn hier los? Auf einmal, ja, manchmal weiß ich gar nicht, wo ich bin. Da höre ich nur noch Tatütata. Dann wird einer mit den Füßen zuerst reingeschoben. Was weiß ich, wahrscheinlich auch besoffen gewesen, hingefallen auf dem Bürgersteig. Dann wird er genäht und was weiß ich, was er hat. Ne? Manche kommen auch nur mit Kopfschmerzen, ne? Gerade Freitagabends. Ne? Muss man auch so lange sich ausruhen, umverteilen auf andere ja. Häuser. Ja? Samstag ist noch schlimmer manchmal, wenn Borussia gespielt hat, also da ist die Hölle. Da kommen so viel mit Verletzungen auch, so die, die sich beim Fußballspiel geholt haben, also auf der Tribüne, so sagen wir mal, irgendwie, da wird ja kein richtiges Glas mehr ausgegeben, sondern nur Plastik, also für Bier. Trotzdem sind die Plastik, wenn du da irgendwie reinfällst, genau mit dem Auge oder so, in so einen Plastikbecher, kann auch schon ganz schön gefährlich sein. Da haben wir auch schon tolle Verletzungen gesehen. Jetzt, wenn Sommer wird, ist sowieso dann auch die Notaufnahme Samstag, voll. Ja, Samstag sein. Sagen. Wenn der Beruf aufhört, nehmen die Unfälle zu. Richtig, richtig. Und man bleibt aber cool. Also ich habe ja einiges zu tun dann. Und die Arbeit hält einen ja auch dann frisch, weil sobald du jetzt, sagen wir mal, so einen Moment hast, wo keiner reingeschoben wird, dann kommst du auf dumme Gedanken, dann pennst du ein. Ne? Aber wenn dann einer kommt, dann ist man auch wieder froh. Ne? Und dann ist ja auch interessant, was die so alle haben. Ne? Da gibt es die dollsten Sachen. Ersetzt die Tasse Kaffee. Ja, genau. Neulich haben sie eine Frau eingeliefert, die ist beim Bügeln eingeschlafen. Muss man sich mal vorstellen. Die war aber nicht mehr zu retten. Da war vorbei. Ne? Die ist also auf dem Bügeleisen. Der Bügeleisen hat sich praktisch bis zum Herzen durchgefressen. Ne? Aber die restlichen Teile, Beine und so, kannst du dann noch gebrauchen. Jetzt hatten wir, das ist eine kleine Geschichte, erzähle ich jetzt dazu. Da hatten wir die Sachen eingefroren. Wir haben ja eine große Gefriertruhe, haben wir dann in der Aufnahme, ne? für so besondere Fälle. Und dann hatten wir die, also wie gesagt, war nicht mehr zu, das Bügeleisen, also das war aber auch das war ein Unikum, das muss man auch sagen. Das darf eigentlich gar nicht passieren. So ja. Das darf eigentlich überhaupt nicht passieren. Normalerweise durch einen FI-Schalter, wenn die einen gehabt hätte, ne? Aber die hatte wahrscheinlich eine alte, ne? Wenn die Leute geizig sind, ne? Dann verlegen die den Strom eben nicht neu. Ne? Dann war da 100 Jahre alte Kabel drin und so. Dann ist sie schön auf dem Bügeleisen eingeschlafen. Und naja, egal, wie dem auch sei, wir haben die Reste, dann haben wir in die Kühltruhe gebracht. Und dann wurde einer eingeliefert, das glaubt man kaum. Der hatte vielleicht Pech gehabt, der ist gerudert. Der ist zu schnell gerudert und ist dann gegen so einen Betonpfeiler gerudert. Und praktisch... Also alles, also sofort war sofort aus. Der Kopf flog also vorne in das Schiff rein durch die Geschwindigkeit. Dann haben sie den aber noch schnell gebracht in Tüten und so. Und dann haben wir gesehen, aha, ein paar Teile sind noch in Ordnung. Der Kopf war gar nicht mehr schlecht, der war nur ab. Ich lache jetzt, weil das ist für mich normal, ne? Und dann haben wir gedacht, der passt doch gut auf die Beine von der Ollen, die da gerade in dem Kühlfach liegt. Und dann haben wir das so zusammengesetzt nachher dann. Und dann habe ich eben diese Aufwachmusik gespielt hier. Ne? Und dann wurde der wach, ne? Guckt so runter, ne? Und denkt, wundert was sich. Ist denn jetzt wundert los? Sich. Ne? Brust. Ja, ja, ich habe Brüste. Ja. Da haben wir eine Freude mitgemacht. Ja, ja. Ja, und dann ging der weg. Ne? Der hat sich natürlich jetzt auch, seine Verwandten erkennen den natürlich nicht. Man muss sich alles neu machen, neuen Reha. Ausweis. Ein bisschen Reha muss doch sein. Ja, ein bisschen Reha, da kommt er jeden Donnerstag kommt er zur Massage. Ja. Und aber er ist ganz zufrieden, ne? Hat sich mittlerweile ein Bart wachsen lassen, ne? Ja, ja. Und damit man die Narben nicht sieht, ne? Hier von dem, der ist ja vollkommen vernäht, ne? Und läuft ganz gut und hat aber die Angewohnheit, irgendwie gerne auf Stöckelschuhen rumzulaufen, ne? Und ist jetzt dadurch aber trotzdem nicht größer, weil man muss immer ein bisschen wegschneiden, wenn man zusammennäht, ne? Das ist ja ein altes Gesetz, auch in der Schneiderei ist das so, ne?
Geben Sie da ein bisschen Lebensberatung mit oder so ein klein bisschen Einpackzettel? Oder der, kriegt eine Bibel mit, das ist schon mal ganz klar, so eine kleine Hausbibel. Ja, ja. Auch nur Neue Testament. Das ist aber nur die sittliche Grundlage. Ja, ja, nur die sittliche Grundlage. Muss ja eine Lebensführung entwickeln. Und dann kriegt er auch noch mit einen kleinen Katalog von Namen, der muss ja seinen Namen ändern. Ne? Hm. Ne? Der heißt jetzt Jürgen Roswitha. Und weil da darf man ja nicht, also Mann und Frau zusammen müssen jeweils einen eigenen Namen haben, wo man erkennt, dass er ein Mann ist oder eine Frau. Ne? Das ist ja in Deutschland so, ne? Ja, ja. Laut DIN. Ja, ne? Ja. Und einen Nachnamen hat er sich auch einen anderen zugelegt, und zwar Karl May wollte er heißen. Also zusammengeschrieben, schön. Karl May. Schön, ja. War schön, ne? Das ist schön, Ausgangspunkt. Ja, ja. Jürgen Roswitha Karl May. Oh, ja, ist doch ein guter Name für. Gut, ne? Ja, ja. Ja, im Beruf hat er ja zwei Berufe, das ist ja günstig, ne? Zwei Berufe, also Büglerin und Ruderer, Rennruderer. Ja. Ne? Aber es ist eigentlich nicht sehr praktisch. Naja, passt nicht so gut. Ja, denn ja. Wo kommen diese beiden Tätigkeiten zusammen? Ja, also in der Küche ganz kann man einfach nicht rudern. Nee, ne? Die Ruderhose, die muss auch mal gebügelt werden. Ja, so, ne? Ja, so ganz einfach. So einfach, ne? Da kommt man aber nicht. Auf die ganz einfachen Sachen kommt man gar nicht im Leben. Ne? Das is it. Ne?